Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Case Opening Video hier bei uns. Und ja, ich habe das Spiel leider noch auf Deutsch, denn ich habe ja demnächst irgendwann meinen PC neu aufgesetzt und da habe ich das Spiel noch nicht umgeändert. Aber ich habe heute gesehen, es gibt Chroma 3 Cases, übel geil. Was ich allerdings nicht so geil finde, sind die Skins, was darin sind. Ja, gut, die geht noch, aber warum die pink ist und vor allem, warum ist denn das hier pink? Das würde ich ja unter blau setzen. Ja? Und natürlich die M4, übel komisch. Und natürlich die Chroma Knives. So, wir haben 15 Stück an der Zahl und ich würde es einfach sagen, fangen wir doch mal an. Letztes Mal hatte ich ja ziemlich Glück mit den neuen Cases. Mal gucken, wie es dieses Mal abläuft. So, der Track Anomaly Waffe. Bin ich ja mal wirklich gespannt, ob wir wieder irgendwie was rausbekommen. Ja, okay, schon wieder blau. Oh, hatte er, glaube ich, letztes Mal auch so angefangen. Ich hoffe ja natürlich auch, wenn ich sie wahrscheinlich nicht. Oh, wenn ich sie wahrscheinlich nicht spielen werde, ja, aber ich hoffe auf die M4. Okay, gucken wir die mal an. Re-Entry. Finde ich einen coolen Namen, muss ich sagen. Die sieht viel testet aus. Okay, minimal. Okay. Ja. Halt andersrum. Das Key. Und dann Case. So. Oh, da sind zwei Pinks vorbeigegangen. Was mich natürlich interessieren würde, ja, die P250 Asimov, wie die aussieht. Ja. Weil ich habe gesehen, es gibt ja wieder von Factory New bis Battlescar. Und. P2000 Oceanic. Ja, bisschen schlicht, kann auch minimal sein, ja. Ich glaube, wir müssen hier ein bisschen an der roten lecken, ja. Aber wir bekommen eine abgesägte Schrotflinte. Wo haben wir die? Heißt Z-Track Fuba. Okay. Wir hoffen einfach mal, ja, einfach auch auf ein Knife. Weil, ja, nochmal eine Tech 9. Ja. Die sieht viel testet aus. Jawohl. Ah, nochmal die P2000. Ah, komm. Komm. Oh, warum ist eine PP-Bison rot? Liebe Leute, eine PP-Bison ist rot. Eieieiei. Eieieiei. Kann man hier doch Gegenstand auswählen. Ah. Hm? Okay. Also ihr habt da gerade die Dual-Berettas gesehen. Anscheinend geht es nicht mehr. Ja, aber wie gesagt, ich hoffe auf die P250. Nur eine Shotgun Black Tie. Ja. Was ganz Schlichtes. Einsatz erprobt. Ich glaube, ja, da hatten wir letztes Mal richtig reingelacht. Ja, aber wirklich richtig reingelacht. Na, du Berettas. Komm, Knife ist doch drin. Ja. Ich will ja nicht zu viel verlangen, aber. Ja, nochmal Black Tie. So. Letzte Kiste. Und. Noch eine CZ Red Astor. Guck mal die mal an. Die sieht meines Erachtens Factory New aus.
Ja, auch finde ich was ziemlich schlichtes. Insert-Tempo. Okay. Ja, das war's dann vom Case-Opening. Und ach komm, die öffnen wir noch nicht. Die öffnen wir noch kurz. Auch wenn ich weiß, dass die eigentlich total hinüber ist, ja, aber man kann immer was Gutes rausbekommen. Ja, alles klar. Das war's vom Case Opening. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß und ich wünsche noch einen schönen Tag und bis dahin. Tschüss!